Hallo liebe Bonksportfreunde, heute ist es endlich soweit und wir testen in Robert seinen neuen Custom-Bogen bei einem wunderschönen Parcours, und zwar sind wir bei den Kellerratten. Die Kellerratten, das ist in der Nähe von Weiz bei Mortansch, heißt es, und das ist ein wirklich besonderer Parcours für mich, weil da haben ich und die Michi das erste Mal eigentlich einen Kurs gemacht und Bogenschießen angefangen, und ja, da sind wir infiziert worden von dem Virus. Und seitdem bin ich fleißig dabei. Und ja, jetzt freut es mich immer wieder, wenn ich da herkomme. Und heute bin ich mit dem Robert da und gesagt, schauen wir uns den Winterparcours an. Und ja, was du dazu? Genau, wie gesagt, Winterparcours ist, glaube ich, ganz frisch auch wieder gesteckt. Wir haben da jetzt heuer 30 Ziele. Das ist unten ein bisschen eine Baustelle, weil da wird Erden angeschüttet. Das stört aber überhaupt nicht. Da geht man nur von einem Wald in den anderen und quert es eigentlich. Lässiger Parcours mit 4 Pflöcken. Richtig lässig zum Schießen, super gestellt wieder, anspruchsvoll, auf wie Obi, links, rechts, mir taugt das richtig da. Da irgendwo ist ein Paul sein Lieblingsding, da wird noch irgendwo ein Pfeil von dir drin sein. Ja, Himbeerbuschen, dann. Ranziger Buschen. Nein, richtig lässig, schaut euch den Parcours an, ist super, wunderschön. Kurz auch das Unboxing, wer es schon angeschaut hat, ansonsten bitte noch anschauen, gell, bei unseren Videos. Von Zvers Archery aus Lettland, nicht dass ich wieder Finnland sage, mein Custom-Bogen mit 2,6 Zoll, ca. 42,5 Pfund auf die Finger. Krone-Messung haben wir auch schon gemacht. Ich muss ehrlich sagen, liegt satt in der Hand, schießt sie super, lässt sie super gruppieren. Ich habe bei den Archery-Freaks das erste Mal jetzt geschossen damit, das ist zwar mein Hausparcours, aber trotz alledem mit 4-5 Pfahl eingeschossen, dann auf dem Parcours 88% geschossen, viel besser kann ich es gar nicht. Jetzt dann bin ich im Moment, ich glaube bei 86%, also man tut jetzt eh nichts zur Sache. Ich schieße jetzt einmal von WA-Distanz und einmal von Blau, dass man da ein bisschen ein Gefühl kriegt. Ist richtig lässig. Also der Bogen, ich kann es nur jedem empfehlen, schaut auf die Homepage, wir werden das noch einmal verlinken. Ja. Unendlich viel Auswahl an Hölzern, ist halt Sarayfo. Was ich jetzt nicht schlecht finde, wenn man sie nochmal, wir werden euch nochmal Detailaufnahmen zeigen, top veraltet. Der mag eigentlich, oder sagen sie halt immer, man soll ein bisschen schwere Pfeile da jetzt nehmen. Ich bin jetzt bei meinem Setup dieselben Pfeile, die ich sonst schieße, mit ein bisschen weniger Pfund auf die Finger. Ich glaube 7,2 oder 7,3 GBB, der ist flüsterleise. Ich habe da jetzt auch nach wie vor nichts an der Sehne herumtan. Ich habe da die Gummipratzeln oben, das normal ja nicht so ganz mal voll ist, aber der ist leise, der ist super zum Schießen. Und der ist richtig schnell. Der ist schnell. Also ich weiß nicht, wann ich das Krone, ob ich das jetzt einmal einblende, vorher oder nachher, aber ihr seht es auf jeden Fall. Jetzt noch sehen, also absolut ausreichend. Ich teste den Zvers, das Krone. 200,5. Das ist schon mal nicht so übel. Es steht da ein bisschen buckelt. Ja, also die Hanglage da ist nicht optimal. 202,9. 7,2 GBB. Schießen da damit die Sting. Genau. Aber das können wir im Laufe vom Parcours noch ein bisschen. Das plappern. Wieder 202,3, ich glaube. Über die 200 bist. Sehr gut. Da brauchen wir überhaupt nichts tun. Und ja, wie gesagt, Eigengewicht haben wir ja auch schon gesagt. 1,66 Kilo herum, also der liegt ganz satt in der Hand. Drum macht der mal, glaube ich, das Pfeilgewicht überhaupt nichts, das spürst nicht. Ja. Ja. Also ich kann es nur jedem ans Herz legen. Schaut, wenn ihr einen Custom-Bogen habt und einmal was anderes haben wollt, das jetzt nicht aus der näheren Umgebung ist, könnt ihr euch das anschauen, und klare Kaufempfehlung. So, Robic ist vom WA. WA ist da Weiß bei den Kellerratten. Gatsch. Gatsch. Die legenden Hirschen. Und den Baum durch. Ja, der ist gut. So, da haben wir einen schwierigen Schuss von Blau. Zwar nicht auf die Eichkatzerl, sondern auf die Nüsse, was da am Baum hängen.
auch viel lieb. Die Kellerratten ist immer sehr mit Liebe alles gemacht. Der schaut schon mal gut aus. Den rechten oder linken oder den gleichen? Oh, ich war. Jetzt habe ich dich verwirrt. Links davon. Okay. Jawohl. Ja, genialer Schusskanal da. Auf einen liegenden Hirschen. Direkt nach vorn. Echt fisch. Zu weit weg. Zu weit weg. Schießt vom Blau. Kann man halt so immer, oder? Ja. Muss schon von hinten. Das schaut echt schön aus. Der Wolf ist auch so lieb wie die Kellerratten. Ja, der ist gut. Ich glaube beim Bein gut, unten. Weit links, gell? Weit links. Jetzt habe ich gar nicht in die Entfernung geschaut. Jetzt schaue ich mal grob. 40 Meter sind es genau. Also nicht schlecht. Probierst du noch an? Bei uns ist heute schon aufgefallen, der Zwers ist wirklich sehr schussruhig. Kopiert super, sehr gut. Cool. Da schießen wir auf einen hübschen Boomer zwischen die Bäume durch. Vom Blau sind es 26 Meter. Das seht ihr gut, ja. Ja, der ist gut. Zum zweiten. Ja, also das Ding geht schon sehr akkurat. Ich muss ehrlich sagen, geil. Ja, ja. So, da schießen wir auf einen schönen Hirschen. 39 Meter. Jetzt können wir uns einmal anschauen, wie das auf doch eine schöne Entfernung läuft. Ja, sauber. Am Bauch noch. Ein schöner Schuss da. Jawoll. Ja, bei der Spur tief, aber passt trotzdem gut. Passt also gut, ja du. Für die ersten Schüsse mit dem Hammer. Finde ich auch, ja. Ja, wir schießen da auf eine ganze Wildschweinrotte. Es wird langsam dunkel. Auch nicht, weil es so spät ist, sondern es kommt da Schnee, glaube ich. Aber schauen wir mal. Ja. Ich sehe auch schon nichts mehr. Und wir schießen auf den kleinen geradeaus. Jo, da passt gut. Ich probiere noch. Ja. Geht ja nichts. Jetzt schießt ihn nur du. Ja. Na drauf. Aber ist super. Das passt, oder? Aha, das passt. Die Distanzen und das Ganze. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nach wie vor begeistert von dem Tal. Aber er kopiert wirklich schön. Ja. Aber das ist wurscht, ja. Aber es sind schön nebeneinander. Wir schießen auf einen kleinen Honigbär. Ein liebe kleine Wolfschneisen. Da war doch eher der kleine Honig. Jawohl. Das sagt mir nichts. Es tut mir leid, ich brauche eine Brille. Ich sag's euch nur, das ist keine blöde Ausrede, aber ich bin schon blind wie ein Maulwurf. Auf den habe ich gerade früher geschossen. Noch mal nicht gesagt, ne? Jo. Passt gut. Ich gehe mal mit nach vor. Am besten, wenn man nichts sieht, nicht nur am besten. Aber es ist noch richtig lieb, da der Wolf. Ja, der war zweit rechts, der erste. Zweit rechts, ja, der zweite passt. Gehört ja, dazu. Das passt schon. Ja, so, da haben wir eine liebe Gap durch zwei Bäume auf dem Vielfraß. Ich hoffe, der frisst nicht uns. Wenn ich geschaut habe, dass er Kiel hat, das ist wurscht. Ja, das ist genau dort, wo es noch ein bisschen frei ist. Ich glaube dort. Ich glaube dort, ja. Schön markiert. Schauen wir. So, wir schießen da auf einen Adler. Ein richtig schöner Schuss da oben. Kein leichter Schuss. Wir probieren es vom Blau. Entfernung habe ich noch nicht geschaut. Vor allem sehe ich nichts mehr. Es sind exakt 40 Meter. Wieder finster. Es ist schon finster. Ein bisschen vielleicht ist die Kamera aber aus. Nee. Ja, sieht richtig gut aus. Ja, ich glaube, der ist am Hintertal.
Also von da sehen wir es gar nicht mehr so wirklich. Ich glaube hinten oben am Schwarf, ja. Der war links vorbei, dann habe ich nur ein Ding gesehen, aber... Macht nichts, probier's noch an. Und dann werden wir zusammenpacken heute. Jo. Ich sehe nichts mehr, das tut mir leid. So, zum Schluss ist man wieder auf der Riesenwiesen. Die Schüsse auf einer Wiesen sind immer schwer und da haben wir jetzt relativ nah einen Daumen. 10 was? Meter Maximum, aber in einer Wiesen. Saudaum. Pst. Aber den machen wir jetzt noch zum Abschluss. Jawohl. Ich bin schon ein bisschen lädiert vom Laufen, aber hat passt. Jetzt ist das schon finster. Das ist das letzte Ziel und dann ist man wieder am Anfang. Ja. Kaputt ist auch. Liebe Sanz, ich habe noch ganz ein kurzes Fazit. Ich bleibe gleich hinter der Kamera und will mich schon mal bedanken. Ja, und Fazit, der Robert macht weiter. Fazit Punkt 1 zum Parcours. Winterrunde, wieder Daumen nach oben, wirklich lässig gestellt. Klasse. Die Ziele am Feld. In freier Wildbahn und nicht im Wald sind ja sehr dezent und wenig jetzt, weil die mag ich eigentlich nicht. Aber super, wie gesagt, wieder 4 Pflöcke zum Schießen. Also wie gesagt, Daumen nach oben. Und kurz Fazit auch zum Bogen. Ich bin voll begeistert. Ehrlich, wir sind jetzt ein bisschen durchgerannt wieder, weil das Wetter, es wird gleich, glaube ich, bald schneiden. Es ist im Wald schon recht dunkel. Ich triff gut, ich gruppiere gut. Ich glaube, wenn die Kamera weg ist, geht es dann so oder so immer einzeln noch besser. Aber die Distanzen machen wir nichts. Er lässt sich trotz mehr Pfund vom Zuggewicht her super klasse schießen. Ich kriege vielleicht ein paar Detailaufnahmen, genau. Richtig Hammer verarbeitet. Die Speed-Geschichten passen super. Ich kann dir nur empfehlen. Und ich schieße seit langem am liebsten meinen Artus. Aber da muss ich jetzt sagen, der ist Minimum die Nummer 2 in Zukunft. Also. Und im Endeffekt, jetzt glaube ich, von den Ergebnissen, wenn ich ein bisschen eingeschossen bin, dann mehr komme ich dazu wie zum Artus. Der bleibt zwar mein Nummer 1, den gebe ich auch nicht her, aber für einen Custom-Bogen echt top. Vielleicht kommt bald der nächste, zweiter. Schauen wir. Passt. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und bis bald. Ciao. Tschüss.